So, hallo Leute, herzlich willkommen zum Center Shop Prospekt. Jetzt viel Spaß dabei. Hier haben wir mal Coin Final von Komet Verbund, 50 Euro. Wildcat, 49 Schussbatterie von Komet, 20 Euro. Dann die Best of Diamond von Diamond Raketen, 15 Stück, 15 Euro. Kann man sich mal gönnen. Dann die römischen Lichter Dreierpack, 1,50 Euro hatte ich letztes Jahr, waren ziemlich gut. Würde ich auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Dann haben wir die Skydance für 1,75 Euro. Kann hinhauen. Was laber ich? Die Skydance mit 17 Stück war es, genau. 14 Euro. Dann die Magic Flight Raketen von Komet für 10 Euro. Sind nicht so gut, kann man vielleicht zum Pimpen benutzen, aber da gibt es dann doch billigere Sachen. Und dann hier das Familiensortiment von Komet für 13 Euro. Dann die Profi-Bombenrohre Star, also Silver Star, Blue Star, Golden Star und Red Star für je 3,99, also 4 Euro. Dann die Cool and Hot für 3 Euro von Diamond, kann man auch mal schön testen. Die Fire Cloud von Komet für 8 Euro. Dann haben wir hier den China Validation von Diamond für 4 Euro. Wer sich gute Böller kaufen will, sollte sich diese Böller hier kaufen, weil sie sehr gut sind, noch zugestopft sind und einfach richtig gut sind halt. Wer auf Böller steht, holt euch die. Dann haben wir hier Batterien für je 15 Euro. Einmal die Iron Man, dann die Fireball, Pyro-Pyramide oder Pyramid und die böse Schwiegermutter. Dann haben wir hier A Night in Macau, Luxus-Feuerwerkssortiment mit 3,8 Schuss Batterien, eine Musikbatterie oder so, ich kann das leider nicht erkennen, ist ein bisschen unscharf. Dann noch 3 Fontänen und 8 Raketen. Dann haben wir hier ein paar Batterien für 10 Euro. King of Color von Komet, Stargazer von Diamond müssen die sein und Mega Gun Power auch von Diamond. Dann haben wir eine Kaufempfehlung von mir, und zwar die All-Inclusive 120 von Leslie. Eine Batterie, die ca. 2 Minuten brennt. Und am Anfang ist es eine Fontäne von 30 Sekunden und dann kommt dauerhaft Zerleger. Also 1,5 Minuten Zerlegerbatterie für 22,22 Euro. Ist ziemlich gut. Dann haben wir eine Batterie mit Leuchtkugeln. Die Amboss von Panda mit 451 Schuss. Dann die King of Parrots Fächerbatterie, 30 Euro hatte ich auch mal, fand ich jetzt nicht so gut, da kriegt man doch schon bessere Sachen, wie zum Beispiel die All-Inclusive für. Dann hier Glitter in Glamour für 9,12 Euro Raketen mit Zerleger und oben halt lauten Knall. Dann hier Komet Stormbreaker, 8,16 Euro Schuss, Top Gun von Weko, 8 Euro. Dann die Crackling Diamonds für 6,99, also 7 Euro. Dann für je 5 Euro die Hot von Diamond. Dann noch die Power Pearls von Leslie und die Jupiter von Diamond. Dann die Nox mit 6 Schuss für 4 Euro. Halleluja Feuerrohr mit 120 Schuss für 4 Euro. Und der böse Chef, das böse Chef Feuerrohr für 1,50 Euro. Mit 100 Schuss. Da würde ich mir doch lieber dann zweimal das böse Cheffeuerrohr holen, bevor ihr euch das hier holt. Weil da habt ihr doppelt, fast doppelt so viele Schüsse und für ein bisschen weniger Geld. Dann die böse Nachbarin von Leslie. Dann die Diamond Stars. 100 Schuss. Von Nico, für 3 Euro von Nico die Purple Dragon. Für 2,50 Euro. Dann die Dreierpackung Mini-Simulator für 1,99 Euro, also 2 Euro. Dann die Nico Whistler für 1,50 Euro. Leider gibt es die Panda Mini-Fachbatterie nicht mehr. Dann haben wir die Underground-Raketen für 20 Euro. Das Mega-Festival-Sortiment mit ein paar schönen Raketen, aber auch viel Schützscheiß, oder ich glaube fast nur Schützscheiß, für 18 Euro. Dann die Celebration, das Celebration Familiensortiment für 15 Euro. Dann die Sortiment Laser für 10 Euro.
noch ein Familiensortiment Opal für 7,99 €. Dann hier The Master von Komet. Naja, die anderen Sortimente waren alle von Diamond. Dann The Master von Komet für 10 €. Take von Leslie, Take 5 von Leslie für 5 €. Festival von Diamond mit ein paar, also Mix-Sortiment für Familien am besten. Ja, für 5 €. Dann hier Klasse 1, da seht ihr die Preise, dann lese ich das jetzt sofort. Glücksbringer, Gold- und Silberregen, Bleigießen, Tischbomben, Partyknaller, Tischbomben, Blitz und Donner. Kann man gut mal mitnehmen für 79 Cent. Knallerbsen und Riesenwunderkerzen. Dann geht's hier weiter mit China Baller 2, also Super Baller 2. Für 8 €, die werde ich mir dann nicht holen, dann würde ich mir doch lieber 2 mal China Baller D holen, da habt ihr lautere Böller sogar. Dann hier China Cracker von Diamond für 4 €. Sehr, sehr, sehr gute Böller. Und dann hier China Böller A von Diamond für 6 €. Da sind erstens 80 mehr drin. Und zweitens sind die hier viel lauter. Dann haben wir hier das Knallhart von Komet 30-teilig für 4 €. Da kriegt ihr doch schon bessere Sortimente für weniger Geld. Dann die Knallfrische von Nico. Kann man sich mal zum Test mitnehmen. Eine Knallkette von Nico mit 500 und 1000 Schuss, die mit 500 kostet 3 und die mit 1000 kostet 4 €. Dann ein Kraftpaket von Keller mit anscheinend 12 B-Böllern, ja, für 3,99 €, also 4 €, das kriegt ihr doch schon ordentlich bessere Sachen für den Preis, zum Beispiel die Headbanger mit lauteren Böllern und mit mehr Böllern für weniger Geld. Dann das Bankshooter für 2,50 €. Die Riesenbienenkörbe, also die 3 Riesenkuben von Nico für 2 €, holt euch die lieber beim Lidl für 1 €, da seid ihr doch schon besser bedient. Dann die besten Reibkopfknaller, die es in der deutschen Fertigung gibt, oder die es überhaupt in Deutschland gibt, die Reibkopfknaller von Nico für 1 €. Dann ein sehr gutes, billiges Sortiment, und zwar das Bombastica für 5 € werde ich mir 2-mal gönnen. Dann haben wir hier ein Leucht- und Batterien... Ah ne, hier haben wir was vergessen. Jumbo-Reibbrett. Dann ein Leucht- und Batteriensortiment für 17,99 €. Ein Leuchtsortiment für 4,99 €. Und, also 5 €. Dann noch ein Leuchtsortiment für 13 €. Ein megarömisches Lichtbündel für 7,99 €, also 8 €. Ein zweierrömisches Lichtpack für 2 €. Dann hier Mountains und Fujiyama, also Supervulkan 3er für 4 € und Vulkan Fujiyama für 1 €. Dann haben wir die römischen, das römische Licht, 10 Schuss für 1,50 €. Dann hier das Leuchtsortiment Lights für 4 € mit ein paar schönen Fontänen, Vulkan und ein Röli. Und dann kommen wir jetzt zu den letzten 3 Artikeln, das sind die Jumbo, ist die Jumbo Box Knallerbsen für 1,50 €, Mega Joy for Kids für 5,99 €, das heißt 6 € und das Joy for Kids für 2,99 €, also 3 €. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst es mich bitte wissen, indem ihr eine positive Bewertung da lasst. Und ja, ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Kauftipps. Hier Reibkopfknaller, Bombastica, Bangshooter, Pyroquaker. Dann eine weitere Kaufempfehlung ist die böse Nachbarin, die All-Inclusive, die Glitter and Glamour, die D-Böller und ja, die Profibombenrohr. Das war's eigentlich von meinen Kauftipps und das war's von dem Prospekte-Video. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte eine positive Bewertung da. Und ja, dann wird das demnächst noch auf Papier sozusagen kommen, wo ich die Zeitung dann wirklich vor mir legen habe. Dann kommt dann noch Lidl, Aldi, Norma, Netto und so weiter. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mich es ja auch wissen lassen, indem ihr einen Kommentar da lasst. Und sorry, dass ich es jetzt so oft gesagt habe. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.